Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um die Chrome Palette von Catrice und einige von euch werden sich so denken, so wie oft hast du erwähnt, dass du die dir nicht holst? I know. Um ehrlich zu sein, die lag hier schon ein paar Wochen und ich musste mich so lange aufraffen, bis ich sie endlich benutzt habe. Also um ehrlich zu sein, ich habe während der Recap-Reihe darüber nachgedacht, mir die zu kaufen, bevor ich die Recap zu der Blossom-Palette gemacht habe. Ein Video verlinke ich euch hier. Habe ich mir die einfach mitgenommen. Ich werde es ähnlich machen wie in der Recap-Reihe. Und zwar werde ich zwei Looks schminken. Nur mit dieser Palette. Und diese Palette besteht nur aus Schimmertönen. Das kann was werden. Was ihr zu der Palette wissen müsst, das ist die einzige vegane Palette aus der Collection-Reihe. Cruelty-free sind sowieso alle Paletten, aber die anderen enthalten Carmine und ich zeige euch einfach von nahem, wie die Palette so aussieht. Also ihr seht, ihr habt nur Schimmertöne in verschiedenen Untertönen. Ich mache es mir wieder ganz einfach, weil hier kannst du nicht mal unterteilen. Ich mache einfach die 5 Töne zu einem Look und dann nehme ich den Mittelton auch in den anderen Look auf und mache mit diesen 5 Tönen wieder einen Look. Ich glaube, ich mache mal diesen Honigton. Pack den mal in die Crease und guck mal. Das nenne ich mal eine Crease. Ich hoffe, ich kriege mit dieser Farbe hier ein bisschen mehr Kontur rein. Es funktioniert wundervoll. Nehme ich gleich mal die Farbe hier und mach mal einen ganzen Highlight. Also, oh, die ist richtig schön. Also, ihr kriegt mit dieser Palette keinen Look. Also, diese Palette nimmt ihr nicht zum Urlaub mit. Ich nehme mal so einen flachen Blender und ich gehe mal in die Sculpt-Farbe, was so ein Gold zu sein scheint. Packe ich mal aufs Lid. Dieser Augenlook ist sehr interessant. Ich gehe, glaube ich, mal mit einem matten Ton rein. Wir haben diese Farbe hier noch gar nicht benutzt. Falsche Seite. Das war diese Farbe hier. Nein. Diese Farbe. Jetzt habe ich es endlich. Und mit der mache ich einfach diesen. Oh, die ist krass. Seht ihr das? Wahrscheinlich nicht, weil mein ganzes Lid glitzert. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass es Gold ist, nehme ich einfach mal ein Lila. Und das ist hier von Kiko Milani. So ein schönes, mattes Lila. Und das blende ich einfach in die Crease und hoffe, dass mein Plan jetzt aufgeht. Ich habe mal die Farbe jetzt mit nach unten geblendet. Und da die Blossom-Palette hier liegt, schnappe ich mir nochmal diesen. Das ist eigentlich so ein rötliches Schwarz. Und das packe ich mal minimal in die Crease. Vertiefe das Ganze. Flacher Pinsel. Und dann gehe ich wieder in die Goldfarbe rein. Und das Ding hier. Und hier, das Gold. Und das buffe ich einfach so ein. Ja, also wenn man ignoriert, dass in meiner Crease Tonnen Glitter ist, ist der Look nicht schlecht. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mattes Augen-Make-up und dann sucht ihr euch die passende Farbe aus. Das Gute ist, ihr habt wirklich fast alle Untertöne da, also von Blau, Grün, Rot, Champagner, ein bisschen Lila. Sagen wir mal, ihr habt ein rotes Smoky Eye. Nehmt ihr einfach das mit den grünen Untertonen und kann ich mir voll gut vorstellen. Ich mache mal auf der anderen Seite nicht den Fehler. Also, ich schnapp mir einen Blush von Astor und gebe den erstmal grob in die Crease mit so einem bisschen größeren Pinsel. Gehe auch direkt unter das Lid wieder. Und dann gehe ich auch in das Rot rein und vertiefe die Crease. Auch hier gehe ich wieder unter das Auge. Ich gehe mal ins Schwarz rein, ich traue mich mal und mache mal das Ganze noch ein bisschen tiefer.
Sieht okay aus. Also ist nicht die beste Arbeit, die ich hier getan habe. Wir haben hier mehrere Farben. Deswegen die gelbe haben wir schon benutzt. Deswegen habe ich jetzt noch vier Farben. Und zwar sehe ich hier schon mal das Grün. Und es wäre richtig ein richtig geiler Kontrast. Deswegen nehme ich das auch und mache es aufs Lid. Das hier. Also ich mische mal die Leitfarbe und diese Farbe hier, weil die ist mir nicht hell genug und zu silber und die scheint Champagner-mäßig zu sein. Und die gebe ich in die Mitte für diesen Popfarbe. Und dann schnappe ich mir einfach einen Pinsel, der noch sauber ist und gehe in die letzte Farbe, die noch nicht benutzt ist, und zwar ist das diese. Und damit highlighte ich Braunbogen. Oh, das hat einen richtig geilen lila Unterton. Und mit der Farbe gehe ich in die Inner Corner. Ich habe das schon mal erwähnt zu den Catrice Paletten. Die Schimmerfarben brauchen Glitter Glue, ansonsten verteilen die sich. Und es hat sich ein bisschen verteilt in der Crease, deswegen nehme ich wieder aus der Saxon Palette eine Mischung aus Rot und Schwarz. Und wir vertiefen die Crease noch einmal ordentlich. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwie ist es so ein Running Gag geworden, dass ich während der Recap-Serie einfach jedes Mal die The Little Black One Mascara von Catrice benutzt habe. Auf den Wimpern. Und ja, ich habe mir aus der Ebelin LE mal die rosé-goldene Wimpernzange mitgenommen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Mascara funktioniert, denn tatsächlich, auch wenn die Reihenfolge ein bisschen anders ist, das Video drehe ich als allererste, weil der blaue Hintergrund noch hängt vom letzten Video. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich mag die Mascara zwar, aber es ersetzt nicht meine Lieblingsdrogerie-Mascara, die einfach die Hälfte davon kostet. Wenn ihr das erfahren wollt, dann müsst ihr meine Essence-Paletten-Review angucken. Okay, ich habe irgendwie verlernt, Mascara aufzutragen. Oder es liegt einfach nur daran, dass meine Augen geschwollen sind. Also ich muss mal wieder wiederholen, der Effekt von der Mascara auf unteren Wimpern ist I'm living for it. Und wir ignorieren mal, dass ich gesmudged habe. Es ist so weird, in einer halben Stunde ein Video fertig zu haben. Gerade dieses Video, aber anscheinend war ich heute nicht so talkative. Mein Bruder hatte ja auch Geburtstag heute. Deswegen, keine Ahnung, kann auch daran liegen. Ehrliche Review zu der Palette. Ich werde zu der greifen, weil ich sie gekauft habe. Und weil es schöne Highlight-Töne gibt, gerade so Inner Corner-mäßig. Kritik. Mit der Palette könnt ihr keine Looks machen, also sagen wir mal, ihr fährt in Urlaub, dann reicht euch diese Palette nicht aus. Die nächste Sache, es sind alles helle Farben. Die ist relativ dunkel, aber alles andere ist wirklich weiß mit Unterton. Ich weiß, ich erwähne es in jedem Video, aber ich will euch keine Produkte empfehlen, damit ihr euch Sachen kauft, nur weil ich sage, dass sie gut sind. Natürlich habe ich jetzt weniger Abonnenten, aber ich kenne viele Leute und sagen wir mal, wenn Alisha Marie irgendwas sagt, dass es gut ist, dann gucke ich mir schon dieses Produkt an. Das ist kein Shade an andere YouTuber. Also, und gerade Alisha Marie, ey, no shade an sie. I'd rather die than shade her, you know. 7 Euro sind für einige Leute wenig, für andere sind das viel. Würde ich euch empfehlen, für 7 Euro euch diese Palette zu holen. Wenn ihr eine 7 Euro vegane Palette haben wollt, mit Highlighter-Tönen für eure Instagram-Make-ups, weil ihr braucht verschiedene Untertöne in euren Highlightern, holt euch die. Aber ihr sagt jetzt, ihr braucht eine Palette mit Schimmerfarben für euer Augenlid, damit ihr eure matten Paletten ergänzen könnt. Nein. Ich weiß nicht, es gibt ja noch die Bronze Palette, habe ich ja auch reviewed und mit der habe ich es irgendwie geschafft, Schimmer Augen-Make-up zu filmen. Und hier mit der schaffst du es nicht, weil die Farben, denen fehlt einfach an Tiefe. Trotzdessen muss ich halt den Paletten lassen. Die Qualität ist auf jeden Fall keinesfalls schlecht. Ich habe die alle trocken aufgetragen mit einem fluffigen Pinsel, also ist nicht mal ein richtiger flacher Pinsel, wenn ihr mit dem Finger arbeitet, also die haben schon deutlich Kraft, wie ihr sehen könnt. Please don't kill me, ich weiß, es sind nicht die most pleasing eye looks, aber ich kann nicht mehr aus der Palette rausholen, als sie mir gibt. Ja, und ohne, dass ich jetzt zum Schluss arrogant klinge, beenden wir lieber das Video. Deswegen, falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, das unterstützt mich und zeigt mir, was ich richtig und was ich falsch mache. Und ansonsten schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Schreibt, wie euer Tag war, wie ihr das Video fandet, was auch immer. Und ansonsten habt ihr jetzt Zeit, meinen Kanal zu abonnieren, das unterstützt mich. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!